Der war alleine, ja. Aber sie essen. Sehr laut schön. Irgendwo Richtung Unendlich. Ja, wir sind sehr dankbar, dass die Rostwitz hier den weiten Weg gemacht hat. Stuttgart, Süd, Rostwitz, Bottrop. Baron von Dorf war ja dann der Rennleiter bei Mercedes. Der Fahrer, der damals mit dem ganzen Auto im Original gefahren ist sozusagen und hier vorgeführt wird als das Fahrzeug von Dieter Glemser, wie man der vielen Wagen der Fahrzeuge mit einer sehr großen Sau ein Nachbau des Originalfahrzeugs. Marken, große Namen, Harley Davidson, Moto Guzzi natürlich und Rudd und ein Indian Big Chief ebenfalls hier am Start bei den Classic Days.
oder was? So, der Mercedes kommt hier wieder bei uns am Start, Bogen kurz anhalten, Daumen des Zeitnehmers nach oben und los geht's in die zweite Runde. Wir haben das heute Morgen schon mal erklärt. Es gibt hier auch eine sportliche Wertung, wer denn gerne daran teilnehmen möchte. Die besteht aus einer gleichen Fahrer eine Runde als
Setzrunde, also setze mir eine Zeit. Erfolgreich, wichtiges Rennen, natürlich in Italien, auf Sizilien, dieses Rennen für die Italiener. In der Zeit. Und Start 3 von Dora aus dem Jahre 1928. Also eines der Jahre, in dem Bentley die 24 Stunden von Le Mans. Dass er aus dem Jahre 1960 ist, meine Damen und Herren, der aus dem Heli, den wir angesprochen haben. Ein Auto, das Daniel Statter präsentiert und das als eines von wenigen Rennfahrzeugen zweimal in Le Mans an den Start gegangen ist, 1953 mit Startnummer 33, zwei Jahre später 1955 mit Startnummer 26. Als Scheunenfund restauriert und in diesen herrlichen Zustand gebracht, der Austin Healey 100 Special Works Team Car, der Test Car, NOJ 393, die berühmte Nummer, die Austin Healey damals auf diesem Auto hatte. 2,7 Liter, 140 PS, 4 Zylinder. Ja, und was macht so ein Auto zwischen den beiden Le Mans Starts? 1954 ist man die Carrera Panamericana damit gefahren. Als nächstes dann der sogenannte Big Healey, der aus dem Healey 3000 Mark I aus dem Jahre 1961 ein Auto. Und der 8-Zylinder im Lotus 40 von Franz Stahlmann aus dem Jahre 1956. Und das war ja immer ein Thema, heute Vormittag schon. Ja, G1800. Als nächstes der Porsche 356, der Carrera, und zwar in der Speedstar. Und dann sind wir froh, dass der Stand hier wieder mit dabei ist. Da war nämlich im ersten Lauf der Kühlschlag. 1957. Die Falkenbergs und auch der Hund ist mittlerweile wach. Der hat da auf dem Beifahrer sitzt. Tolles Auto, Flug in Grün. Ja, das nächste Auto, was wir hier sehen, ist ein Grind mit einer Aerodynamik-Karosserie. Und dann kommen wir zum nächsten Highlight hier, ein Porsche 904. Ebenfalls ein Auto, was Sie nächste Woche auf dem Motorrad kommt. Motor dieser Porsche 904 mit der Kunststoff. Das nächste Auto. Michael Strauss mit dem Lotus 63. Lotus 63. Das ist Michael Strauss und wieder der herrliche Austin Healey, der Prototyp 100 S. Ein Bauunfall, ohne dass er etwas dazu konnte. Und ist dabei Schattenkleinschaft gezogen worden. Dann eben als Stollen. Der Big Healey, der 3 Liter Heli. So, da hören wir jetzt einfach wieder nur zu, ne, von Lotus. Offen geblieben ist. Und es ist wieder Double-Double-Time hier. 750 mit der Zagato genügend Platz hat.
Porsche 356A Carrera Speedster aus dem Jahr 1900. Ein amerikanisches Auto am Motorblatt und schwer zu Kunststoffkarossie. Dann einer der Lemon. Die Falkenburgs mit ihrem unrestaurierten Originalzustand Flügeltürer. Das Auto hat 161.000 Euro. Die waren natürlich ein großes Event auf den legendären Mercedes-Benz Classic Day. Vater und Sohn von Pendergrund hier am Start. Mit diesem tollen Auto, das schon seit einigen Jahren historische Rennfahrzeuge. Ja, Porsche 904. Kein Thema. Jeder Porsche-Fan kniet sich nieder. 1964. Afshin Fatemi gibt Gas. Eines der ehemaligen Werksfahrzeuge, die Porsche eingesetzt hat. Und dann dahinter der Hammer. 1961 Abfall geht es neben dem geringen Gewicht und dieser wirklich ziemlich, aber sehr nützlichen Form. Der Vierkammer Porsche ganz gewaltig geärgert. Und sein Motto war, ich baue die Ferrari des kleinen Mannes, also eben Rennsporttechnik, Rennzeit. Den 356 Speedster in der Carrera. Ebenfalls ein Königswellenmotor. Ich denke, das ist wohl der unrestaurierteste Entsinnen jemals so ein Exemplar. Einsatz auf die kommenden Fahrzeuge. Der 906 hat er denn hier bereits. Auch nur in den ganz speziellen Werksversionen. Ein originales Millimilliard-Auto hier am Start der Classic Days. Und da kommen wir zum. Auf geht's! Nächstes Auto, ein Lago 30, 8-Zylinder-Motor, 4,6 Liter Hubraum mit 150. Einem Auto unterwegs und das freut uns wirklich sehr. Der AC 1670 Sport aus dem Jahr 1937, 2 Liter, 6 Zylinder. Baujahr 1938, 3,5 Liter, 6 Zylinder, Alvis, zu uns gebracht von Wolfgang Techel. Riley als Speedmodell 9, Brooklands aus dem Jahre 1930, hier auf der zweiten Runde gleich. Am Schlossstick bei den Classic Days, dem Fritz Memorial, die 8. Ausgabe. Die Ausgabe geht in 2 Jahren beim 10-Jahres-Jubiläum der Schlossstick Classic Days. Das wird nochmal eine ganz besondere Angelegenheit. Ganz besonders. Haslam, how do you like it here? Just fantastic. We're having the best time. It's just brilliant. The car is working well? Just perfect. Yeah. The weather. Hier bei uns die Gäste aus Großbritannien, die mit ihrem Aston Martin Le Mans aus dem Jahr 1933 in Blau gekommen sind. Dazu, ja, Bugatti, wir haben das Tagesbild. Stichwort Bugatti, die Autos, die in Frankreich im Molsheim gebaut wurden. Und das hier das erfolgreichste Modell vielleicht, zumindest was die Motorsport-Erfolge betrifft. Rund 2000 mit einem solchen Bugatti 35W erzielt, wie wir ihn hier auf der Stuttergrille oben hat. Sie hören, meine Damen und Herren, die Aprilia Bacchetta Touring Superleggera aus dem Jahr 1938 mit der... ...für den BMW 328, ebenfalls einer der schönsten Autos, die je gebaut wurden, darf man, glaube ich, ohne über... In den 1940er Jahren war dieser
nächste, der Lagonda LG6 Special aus dieser Daimler verfügt über ein sogenanntes Vorwählgetriebe. Also der Fahrer kann den Gang vorwählen und dann beim nächsten Betätigen der Kupplung wird er automatisch eingelegt. Das kam in den 30er Jahren als große Mode auf. Also nicht zu heiß wird und lass ihn von alleine. Alvis ohne Ende. Manche sagen Elvis, die Engländer sagen, er heißt Alvis. Ne? Ist ja auch kein Elvis. Habt ihr auch Champagner an Bord? Nee. Da ist der Jaguar hier, Ralf Hamacher, angesteuert mit wunderschönen Autos aus dem Jahre 1900, die da vorne vor dem Kühlergrill thronen. Das ist das typische Jaguar SS100-Gesicht. So, Philipp Haslammer, hope you're telling your... Ja.